Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Final Fantasy. Ja, wie ihr im Hintergrund schon erkennen könnt, oder vielleicht auch nicht, weil ihr euch genauso wenig auskennt wie ich, wir sind dort angekommen, wo wir gesagt haben, dass wir hingehen, also in der letzten Folge gesagt haben, nämlich das Geheimnis der Starsha-Höhle. Ist jetzt unsere nächste Quest. Oh, das ist aber auch ein tierischer Zungenbrecher. Und ich stelle mir das so vor, als ob das ein richtiger Dungeon wohl werden wird. Also zumindest laut den Ankündigungen, die wir jetzt davor hatten schon in der Hauptquest. Und wie gesagt, ich bin jetzt sehr gespannt, was da jetzt auf uns zukommt. Oh, hallo, willst du die Höhle erkunden? Ja? Na großartig. Dann kann ich hoffentlich bald abziehen. Ich bin's leid, mir die Beine in den Bauch zu stehen. Du weißt vermutlich bereits, dass in der Nähe der Phantominsel ein unbekanntes Schiff gesichtet wurde. Seitdem halten wir Gelbjacken in der Gegend Ausschau nach Piratenverstecken. Es könnte gut sein, dass sie sich hier irgendwo eingenistet haben. Das passt natürlich zu den Berichten, dass sie sich in der Starsha-Höhle zwielichtige Gestalten herumtreiben sollen. Ich selbst habe sie zwar noch nicht gesehen, aber es könnte sich bei ihnen um die Halunken der plündernden Schlangen handeln, die bekanntlich gemeinsame Sache mit den Sahagin machen. Wenn sie von hier aus ihre Raubzüge starten, werden Blut und Tränen fließen. Ihr letzter Überfall steckt den Leuten noch tief in den Knochen. Also, Abenteuerin, deine Aufgabe besteht jetzt darin, jeden Winkel der Höhle nach Spuren dieser fischigen Halsabschneider abzusuchen. Ich bete für dich, dass unser Verdacht als unbegründet herausstellt. So, benutzt die Inhaltssuche, um Starsha zu betreten. Ja, wie benutze ich jetzt die Inhaltssuche? Das hat mir bisher noch keiner gesagt. Okay, gut. Das scheint die Inhaltssuche zu sein, keine Ahnung. Teilnehmen. Kein Inhalt ausgewählt. Ja, den wir machen sollen. Welchen denn sonst? So, jetzt ist die ganz große Frage. Also es sieht so aus, als ob wir jetzt hier warten müssen, bis ein Tank, ein Heiler und noch ein anderer DD auftaucht, was natürlich ziemlich scheiße ist. Ich kenne nämlich die Spielersuche von Teso und weiß, man kann in 2 Minuten drin sein, man kann aber auch 1 Stunde warten und plötzlich von einer ganz anderen Aufgabe, die man gerade macht, rausgezogen werden und da reingezogen werden, was ziemlich ätzend sein kann. Ich werde euch auf jeden Fall gleich hinzuschalten und entweder können wir dann durchlaufen oder wir müssen dann leider was anderes machen. Bis gleich. Also, leider hat der nicht aufgenommen, als ich gerade reingezogen wurde. Was machen die jetzt hier? Leute, ihr müsst die angreifen. Was sind das für Vollidioten? Wieso kämpfen die nicht? Also, ich merke schon, mein erster Lauf wird gerade ziemlich scheiße, weil die hier durchhetzen wie irgendwelche Bekloppten. Ich kein bisschen drauf schießen kann, weil ich ja nun mal nicht im Laufen schießen kann. Dann machen sie zwischendurch immer mal kurz Halt, was ich überhaupt nicht verstehe. Hauen sie schon wieder ab. Von da aus kann ich aber nicht drauf schießen. Also das sind die letzten Vollidioten, mit denen ich hier gerade laufen muss. Tut mir leid, das sagen zu müssen, aber man kommt hier als Anfänger rein und irgendwelche Vollpfosten rennen hier einfach wie bekloppt durch. Man weiß nicht, was man machen soll. Ich meine, klar, man muss drauf schießen. Jetzt kann ich zum Beispiel wieder nicht mehr, weil die mir einfach jetzt wieder meine Gegner wegziehen.
Also das ist irgendwie... Ja. Es macht doch keinen Spaß, so zu spielen, muss ich ganz ehrlich sagen. Jetzt rennen sie wieder weg und keiner weiß warum. Tank ist der letzte Lutscher irgendwie, der jetzt alle hinter sich herzieht. Keiner kann da drauf schießen. Ich weiß nicht, ob das jetzt Ads sind, ob wir jetzt schon einen Boss zwischendurch hatten oder was. Keine Ahnung. Ich meine, ich sehe jetzt hier gerade überhaupt nicht, was wir überhaupt machen. Außer, dass ich irgendwo ins Getümmel schieße. Mehr weiß ich jetzt nicht. Es tut mir jetzt auch sehr leid, weil, ja, es ist halt kein Spielefeeling, sowas. Ich weiß auch nicht, ob ich dafür jetzt überhaupt Punkte bekomme oder nicht. Ich konnte mir jetzt noch nicht mal die Erklärung hier durchlesen. Kommen noch mehr Ads oder wo laufen die jetzt hin? Was machen die jetzt? Anscheinend kann man die Schatztruhen hier irgendwie nehmen. Gier, keine Ahnung, was das bedeuten soll. Ich habe es mal angeklickt. Da vorne laufen sie. Oh, irgendwas schließt sich anscheinend. Ich hoffe, achso, hat sich schon geschlossen. Anscheinend irgendwas hinter uns. Ich weiß es nicht. Was sehr schade war, dass jetzt keine Quest kam und nichts, dass ich jetzt überhaupt nicht weiß, ja, was jetzt eigentlich hier ist. Also wahrscheinlich ist das dann. Das, was wir vorhin durchgelesen haben, das ist das Einzige, was jetzt wohl dazu gehört. Von Teso bin ich es eigentlich so gewohnt, dass man ja noch eine Quest drin abschließen kann, noch was an Story irgendwo bekommt. Das habe ich jetzt hier leider gar nicht gehabt. Habe ich jetzt auch nicht irgendwie übersprungen mit dem Aufnehmen oder so, sondern ich hatte nur die Anfangsszene, wo der so durch dieses Dungeon oder diesen Dungeon durchgeschwebt ist, da ich habe ein Schild erhalten. Ich habe da noch gar nichts bekommen. Krieger. Ja, ich kann beides nicht gebrauchen. Krieger, keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, wo die anderen jetzt schon wieder sind. Ach, das sind Gegner. Okay.
jetzt leider wirklich einfach stumpfsinniges Rumstehen und nicht wissen, was man tut. Und zwischendurch draufschießen. Karfunkel, du sollst angreifen. Okay, also irgendjemand hat anscheinend irgendeinen Schlüssel fallen gelassen. Keine Ahnung, wo der jetzt ist oder... Achso, da unten steht was mit Schlüssel. Ich weiß auch nicht, ob wir den aufnehmen können oder so. Anscheinend ja. Der DD scheint auch ein bisschen neben der Spur zu sein und auch nicht zu wissen, wo wir jetzt eigentlich hin müssen. Soll dieser Schwachsinn, dass der die Leute immer nach hier vorne holt? Ich meine, haben wir jetzt keinen Vorteil von. Hat einen Schlüssel fallen gelassen zu irgendeinem Tor oder so? Anscheinend das hier oben. Tja, was dieses Lila hier bedeutet, weiß ich auch nicht. Das kann mir ja jetzt auch keiner sagen. Also, mal als kleine Anmerkung zwischendurch. Lieber Skull, solltest du jemals dieses Video sehen? Es tut mir leid, ich bin hier plötzlich reingezogen worden. Dementsprechend, ja, konnten wir jetzt leider nichts mehr zusammen machen hier in Bezug auf diesen Dungeon. Genau, greif du mich jetzt mal an, anstatt den Tank. Alles okay. Es ist absolut scheiße, dieser Durchlauf, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen. Und ich wäre auch viel lieber mit dir und den anderen gelaufen, aber ja, es geht halt eben leider nicht. Was ist das für ein schwachsinniger Tank, dass der nicht stehen bleibt? Jedes Mal rennt der weg, sobald man irgendwo Schaden drauf gemacht hat. Ich weiß auch nicht, was er tut. Oh Leute, echt. Kann man echt nicht spielen. Vor allen Dingen, ich stelle mir das jetzt auch gerade ziemlich beschissen vor für den Nahkämpfer. Ja, mach!
Mann, mir ist die Erfahrungsstufe jetzt gerade egal. Du sollst endlich den Gegner machen. Ich habe irgendwas freigeschaltet. Keine Ahnung, was das ist. Ich mach das einfach mal. Okay, das scheint jetzt aber ziemlich viel Schaden gemacht zu haben, die Nummer 8. So ähnlich war das Ganze am Anfang. Du besudelst unsere Siedlungsstätten. Ich kann es nicht mehr lesen. Ich denke, es gibt doch einen Endboss hier drin. So geil. Wieso kriege ich die Attacke und die anderen sind schon alle da drin? Das ist ja echt geil. Hallo. Wieso kann ich den... mich verarschen? Auf einmal gibt's doch. Okay, das war das Falsche. Das musste ich jetzt mal. Ja, und jetzt? Können wir jetzt noch irgendwo. Da hinten scheint eine. Nee, das ist der Ausgang. Da ist eine Schatztruhe. So, kann ich mal wieder beides nicht gebrauchen? So, nehmen wir mal das. Konnte ich jetzt beide auswählen? Okay. Sonst kann man hier nichts machen. Instanz verlassen. Ich habe die Auszeichnung wertvollster Spieler erhalten. Okay. Warum? Und was ist das für ein komisches Zeichen hier drauf? Keine Ahnung, was das ist. Ätherstrombalken habe ich freigeschaltet, steht hier. Ach so, das ist das. Mit der Fähigkeit Energieentzug hat sich dir auch der Ätherstrombalken erschlossen. In ihm werden die dir verliehenen Aufladungen von Ätherfluss nun als leuchtende Symbole angezeigt. Aha, und was heißt das? Die Erklärung zum Jobbalken kannst du jederzeit über Kommandos und Eigenschaften einsehen. Jobbalken? Okay, ich mache da jetzt einfach mal einen Screenshot von. Ich habe nämlich jetzt ehrlich gesagt kein Wort verstanden. Kann man das Ding, das kann man auch nirgendwo, ich muss mal gucken, ob man das über die UI irgendwo anders hinschieben kann. Die Ernennung zum wertvollsten Spieler ist ein System, über das du Gruppenmitglieder, die dir positiv aufgefallen sind, auszeichnen kannst. Okay. Ich bin positiv aufgefallen, das ist schön. Nach Beendigung eines Inhalts wird unten rechts auf dem Bildschirm die Schaltfläche wertvollster Spieler angezeigt. Wenn du sie anwählst, erscheint ein Menü, in dem du einem Gruppenmitglied eine Stimme geben kannst. Stimmen können nur von Spielern abgegeben werden, die einen Inhalt in einen Inhalt alleine sind und nicht als Gruppe beigetreten sind. Okay, das wird wahrscheinlich der DD sein, weil Heiler und Tank nämlich auf einmal so schnell zusammen da waren. Auszeichnung als wertvollster Spieler werden aufaddiert. Hast du eine bestimmte Menge erreicht, wirst du mit Errungenschaften und besonderen Vergütungen belohnt. Aha. Freundlichkeit zahlt sich aus. Ja, das ist halt wie im Leben, ne? So, dann schauen wir hier mal eben. Wenn du eine Schatztruhe öffnest, erscheint eine Beutegutliste. Sollte ein anderes Gruppenmitglied
eine Truhe öffnen, erhältst du eine Beute. Gut Nachricht. In der rechten unteren Ecke des Bildschirms mit einem Klick auf diesen Hinweis rufst du die Beutegutliste auf. Hä? Ich denke, jeder hat jetzt seine eigenen Sachen bekommen. Für jeden Gegenstand in der Schatztruhe hast du die Wahl zwischen Bedarf, Gier und Passen. Bedarf, du willst diesen Gegenstand unbedingt. Naja, unbedingt, das ist immer relativ, ne? Gier, du nimmst den Gegenstand, weil ihn kein anderer will. Ja, genau, Gier. Passen, du verzichtest auf den Gegenstand. Gut, Bedarf konnte ich nirgendwo anklicken, so wie ich das mitbekommen habe. Achtung, wenn alle Spieler passen, geht der Gegenstand verloren. Wenn du Bedarf oder Gier gewählt hast, kannst du, bevor der Gegenstand an einen anderen Spieler verteilt wird, die Wahl einmal zu passen ändern. Okay. Dann werden die Gegenstände automatisch verteilt. Ist die Verteilung nicht eindeutig, weil mehrere Spieler einen Gegenstand haben möchten, müssen sie um ihn würfeln. Aha. Okay, nimm bei der Beuteverteilung Rücksicht auf deine Mitspieler und entscheide dich nur für Gegenstände, die du wirklich brauchst. Ja, ich habe nichts davon gebraucht, aber gut, ich habe es auch nicht gewusst. Aber naja, man konnte sich das ja auch nicht durchlesen, weil sie ja durchgerascht sind wie die letzten Idioten. Sorry, wenn ich das so sagen muss. Also der DD scheint das gleiche Problem gehabt zu haben wie ich. Der ist mit hinten dran gelaufen, sag ich mal. Und, ja gut, der Heiler, was soll der Heiler groß machen? Aber der Tank, der hat einfach alles hinter sich hergezogen und ist wie bekloppt durch die Gegend gelaufen. Und keiner konnte wirklich Schaden machen. Also das war schon, ja, also sowas hätten wir direkt rausgeworfen, wären wir jetzt bei Teso gewesen und da hätte sich einer so aufgeführt. Da hätten wir dann jemand anderen, auf jemand anderen gewartet. Also wenn wir mit einem Random-Spieler gespielt hätten. Dungeons unterliegen zahlreichen Regeln, inklusive Zeitlimits und Restriktionen bezüglich Klassen oder Jobs. Man kann den Dungeon jederzeit durch einen Ausgang verlassen oder indem man in der Inhaltssuche den Befehl Abbrechen auswählt. Da die übrigen Mitglieder zurückbleiben, verlässt man dadurch die Gruppe. Ein zusätzlicher Ausgang öffnet sich, wenn man das Bossmonster, voll das Deutsch, das Dungeon besiegt. Ja gut, eigentlich, ja, das Bossmonster ist so richtig. Sobald man auf das Bossmonster trifft, kann niemand mehr die unmittelbare Umgebung betreten oder verlassen. Ich konnte es, aber ich durfte hier noch durchlaufen. Stelle daher sicher, dass alle Gruppenmitglieder in der Nähe sind und bereit für die finale Schlacht sind. Ja, das haben sie ja wunderbar hinbekommen, dass alle in der Nähe sind, weil ich ja noch mit der Szene da beschäftigt war, die da drin war, die da ablief. Und die dann schon den Boss irgendwie ein Fünftel oder was runtergekloppt hatten. Und ich erstmal gedacht habe, geht's noch? Wenn du in einen Dungeon kampfunfähig wirst, kannst du dich von einem Gruppenmitglied wiederbeleben lassen oder zum Eingang des Dungeons zurückkehren. Okay, ja, das ist dann so wie bei Teso. Da muss man dann halt warten. Ja, mit Baderon sprechen. Ach so, mit ihm müssen wir jetzt sprechen. Wir müssen dahin zurückkehren. Okay, ja gut, dann wenn wir jetzt noch schnell zu Baderon zurückreisen, ich drücke schon mal auf die Rückführung und ich werde euch dann gleich wieder hinzufügen. Ja, wie man sieht, gibt es auch allerhand ziemlich bekloppte Dinge hier in Final Fantasy, wie zum Beispiel tanzende Frösche und, ich weiß nicht, Haie, Mantarochen, keine Ahnung. Ich meine, die haben ja nur so kleine Pinchen rechts und links. Also ich weiß nicht, was das linke für ein Ding sein soll. Aber alleine das Tanzen sieht irgendwie schon sehr lustig aus. Zumal der hier hochhackige Stiefel trägt und offensichtlich ein Mann ist. Ja gut, er genauso. Er trägt auch hochhackige Stiefel und ist ein Mann. Ja. Solche Sachen begegnet man dann unterwegs, wenn man eigentlich auf den Weg ist, die Quest abzugeben. So, da ist er. Ich wollte eigentlich abgeben. Ei, ein solcher Auftrag wurde ausgeschrieben, aber ich fürchte, das Schiff hat abgelegt. Ah, bist du etwa die Abenteurerin, die uns den Auftrag vor der Nase weggeschnappt hat? Trauernder Bär, oh. Warum muss ich da jetzt gerade an meinen Ex denken bei dem Namen? Aber der hätte sich niemals grüne Haare gemacht. Und Bartträger ist er auch nicht. Das Schiff hat also nicht nur abgelegt, sondern ist sogar schon wieder sicher in den Heimathafen zurückgekehrt. Glückwunsch. Nur schade, dass wir diese Fahrt verpasst haben.
Ja, wärt ihr mal da gewesen, ne? Dann hätte ich nicht so lange auf andere Leute warten müssen. Ach, mach dir keinen Kopf. Die nächste Gelegenheit kommt bestimmt. Das stimmt natürlich. Aber wir müssen uns ordentlich ranhalten, wenn wir unsere hochgesteckten Ziele erreichen wollen. Ja, genau. Ich will endlich groß rauskommen. Ja, vor allen Dingen der Kleine. Wir haben uns vorgenommen, große Heldentaten zu vollbringen, über die Barden in ganz Eosera singen werden. Zukünftige Generationen von Abenteurern wollen wir ein glorreiches Beispiel abgeben, dem sie nacheifern können. Und du, was ist dein Ziel? Ob groß oder klein, du brauchst einen Stern, nach dem du greifen kannst. Das gibt dir die Kraft, harte Zeiten zu überstehen, denn mit einem leuchtenden Ziel vor Augen hältst du in jeden noch so finsteren Sturm den Kurs. Das, wofür du kämpfst, gibt dir geistige Stärke und wird zu deinem Schutzschild im Angesicht der Gefahr. Denk an meine Worte. Ich wünsche dir alles Gute auf deinem Weg. Schön, dich wiederzusehen. Wie lief die Höhlenerkundung? Es war grauenhaft. Der Tank hat alles gezogen. Totaler Anfänger. Ist überall nur rumgelaufen und hat nicht darauf gewartet, bis die gemetzelt waren. Die Sahagin wollten sich also tatsächlich in der Sashtaha-Höhle einnisten. Das schmeckt mir gar nicht. Ganz und gar nicht. Das muss Admiral Merlwyp gleich wissen. Aber zuerst gebe ich dir natürlich deine Belohnung dafür, dass du dich in die Höhle gewagt hast. Danke für deine Hilfe, Gameplayerin. Ich wusste doch, dass auf dich Verlass ist. Hast du vielleicht Interesse an einem weiteren Auftrag? Die Abenteurergilde von Gridania hat mich nämlich gerade erst gebeten, ihr ein paar fähige Abenteurer zu empfehlen. Normalerweise regeln die Waldbewohner ihre Angelegenheiten lieber selbst. Also vermute ich, dass die Lage ernst ist. Worum es auch geht, dich kann ich mit gutem Gewissen empfehlen. Also überleg's dir und melde dich bei mir, falls du Interesse hast. So, damit hätten wir dann auch diesen Auftrag endlich abgeschlossen. Gruppensuche nun verfügbar. Achso, die war vorher noch gar nicht freigeschaltet. Okay. Ja, perfekt. Allerdings, oh, war das gerade ein süßes Gesicht. Allerdings werden wir hier natürlich jetzt endlich mal einen Cut machen. Und zwar einen schnellen, harten Cut, weil jetzt doch die Aufnahme sehr, sehr lange geworden ist. Und ja. Wir sind zwar durchgerusht ohne Ende durch das Verlies, aber trotzdem ist die Aufnahme doch ziemlich lange geworden. Deswegen bedanke ich mich erstmal fürs Zuschauen und bin gespannt, weil unser weiterer Weg wird uns ja ganz offensichtlich nach Gridania schicken, was eigentlich ganz praktisch ist, weil wir da dann auch die Gilden dementsprechend höher leveln können. Allerdings würde ich auch gerne die Gilden hier noch was höher leveln, deswegen muss ich mal schauen. Ich wollte eigentlich erst hier zu Ende sein. Andererseits muss man ganz ehrlich sagen, ich möchte natürlich auch die Hauptstory durchspielen. Also ich denke mal, dass ich das mit den Gildenleveln einfach so zwischendurch mal machen werde. Aber wenn ich in Gridania bin, werde ich definitiv auch gucken, dass ich da jeweils nochmal ein Level von den Gilden machen werde. Also sprich die Druiden, die Waldläufer und so weiter und so fort. Ich hoffe, wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bis dann. Ciao.